Hallo und herzlich willkommen hier bei Cooking Academy 3. Endlich ist es soweit. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, noch nie gesehen. Ich kenne es überhaupt nicht. Also es kann entweder Blamage werden oder die vollkommene Peinlichkeit. Naja, schauen wir mal. Name eingeben. Thomas. Hallo Papi! Machen wir Optionen. Bisschen leise hier. So. Erfolgsrezepte heißt es diesmal. Und das ist hier mein Angler Peter. Hallo. Wir spielen. So, Thomas, du bist zurück in unserer glanzvollen Akademie. Oui? Ich, Gütbri, bin überrascht. Ich hatte nicht erwartet, dich nach deinem Hauptgewinn noch einmal wiederzusehen. Hält dich dein neues Restaurant nicht ausreichend auf Trab? Hast du deine Millionen schon verprasst? Oh, ich habe meine Ohren überall. Man sagt, du schreibst ein Kochbuch und hoffst, dass dir deine alten Freunde helfen? Nun gut, unsere besten Rezepte gehören dir. Dein Buch wird ein riesiger Erfolg und die Akademie wird weltberühmt. Es ist eine Win-Win-Situation. Gehe zuerst zu Chefkoch Stroop. Sie ist in der Zuckerfabrik. Ich hoffe, deine Messer sind noch scharf. Hier, Zuckerfabrik. Wir fangen an mit den Süßspeisen. Das alles mache ich hier noch. Hey, was gibt's? Ich bin Susanne Stob. Du hasst Zucker? Heutzutage tut das doch jeder. Es ist sehr leicht, Zucker für alles von Gewichtszunahme bis hin zu Karies verantwortlich zu machen. Aber süße Dinge sind ein wichtiger Teil des menschlichen Glücks. Verstanden? In Ordnung. Lass uns loslegen. Weiter. So, hier gibt es Marshmallows, Zucker auf Schnee, Erdnusskrokant, Marzipan, Karamelläpfel, Buttertoffee und Zuckerkekse. So, in diesem Part, wir machen das jetzt so. Wir machen, genau, wir machen immer drei, drei. Also wir machen in einem Part diese drei, in einem Part diese drei und im anderen Part machen wir den letzten plus Prüfungen. Ja? Also immer nur drei, damit es nicht so lang wird. Also, in diesem Part kommen Marshmallows dran, Zucker auf Schnee und Erdnusskrokant. So. Schauen wir mal bei den Prüfungen. Na gut. Zurück. Dann fangen wir jetzt an mit den Marshmallows. Die ersten Marshmallows entstanden aus dem Saft oder Mark des echten Eibischs und wurden als Mittel gegen Halsschmerzen eingesetzt. Die Franzosen waren die ersten, die Eiweiß oder Gelatine anstelle der Pflanzen dazu nutzten, um Marshmallows herzustellen. Heutzutage werden mit Marshmallows vor allem Naschkatzen erfreut. Los, füge die Zutaten hinzu. Achso. Nein! Hä? Das war doch das. So. Fertig. Dö-dö. 75 Punkte. Oh Gott. Na gut. Mehr. Rühre den Marshmallow um, indem du den Löffel umherziehst, um dem sich entwickelnden Umriss vor. Passe dich der Geschwindigkeit an. Oh Gott. Ach so, ich muss dem folgen. Oh Gott. Also immer gedrückt halten. Jawohl. Aufwachen. Sehr gut. Spitze! Weiter. Verteile den Marshmallow. Ziehe den Schaber umher, um den Marshmallow zu verteilen. Oh Gott. Achso, überall jetzt verteilen, oder wie? Okay. Ja gut, es geht ja noch, ne? Genau. Wieder 100. Siebe den Zucker. Das Sieb umher sieben, okay.
Ah ja, genau das. Sieht ein wenig pervers aus gerade. Fertig. Schneide den Marshmallow. Ah, ein rotes Messer diesmal, guck mal. Das war ja vorher schwarz, oder? Oder blau? Weiß ich auch mal. Fertig. Wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung hier. Fange den Marshmallow auf. Achso. Hä? Da ist der Marshmallow. Also nur Marshmallow auffangen, den anderen ausweichen. Okay. Sehr gut. Nochmal. Ich bin gespannt, was sie alles gibt dann. Weg. Fertig. So, gucken wir mal, ob wir es geschafft haben oder nicht. Fünf Sterne, cool. Perfekt in Perfektion in süß. Die Musik kennen wir ja schon. Zucker auf Schnee kommt jetzt. Dieser kanadische Leckerbissen ist der Mittelpunkt von Festen, die nach dem Ende der Ahornsirup-Ernte in kalten nördlichen Klimata gefeiert werden. Dazu wird Sirup auf die perfekte Temperatur erhitzt und dann auf Schnee gegossen, um ein wunderbares Konfekt herzustellen. Traditionell genießt man dazu Gewürzgurken und Kaffee, um die Süße aufzuwiegen. Koche den Ahornsirup. Okay. Also die Grafik hat sich echt ein bisschen verbessert. So, ich versuche in allen Dingern 5 Sterne zu bekommen. Und wie gesagt, ich habe das Zeug noch nie gespielt. Ich sehe das heute zum ersten Mal alles. So, fertig. Weiter. Gieße Ahornsirup übers Eis. Im Eis zu schwenken. Lasse ich weder zu früh noch zu spät los. Achso, okay. Geiles Geräusch. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Geil. Fertig. Okay, weiter. Schneide die Gewürzgurke. Oh, ein Hobel diesmal. Ganz neu. Geil. Das sieht ja witzig aus. Das gefällt mir aber. Fertig. Weiter. Oh, das war's schon, achso. Okay. 5 Sterne. Uhu. Geil. Und das letzte, Erdnusskrokant. Dieses süßsalzige Konfekt wurde einst von Tony Beaver erschaffen. Dieser war ein Holzfällerheld aus dem Süden der USA und stoppte eine große Flut alleine mit Hilfe von Erdnüssen und Melasse. Das ist nur einer der Mythen, die sich um diese Speise ranken. Schäle die Erdnüsse. Gut, dann schälen wir's doch mal. Hä? Nicht los. Ach so, man muss immer das Richtige finden. Oh Gottes Willen. Zack. Einmal noch. Da. Oh Gott. Ist wieder Hütchenspieler. Jawohl. Cool. Das gefällt mir voll. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, Daumen hoch machen, ne? Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Fange die Erdnüsse auf.
Oh Gott. Also nur die Erdnüsse. Okay, das ist eine Karotte, das sind Paprikas. Sind es Erdnüsse? Ja. Okay, dann weiß ich's. Nein! Da. So. Nein! Oh. Das war falsch. Gott. Muss das ganz voll werden, oder wie? Nee, fertig. Okay. 50 nur. Na gut. Mehr. Stampfe die Erdnüsse. Ah ja, wenn es im grünen Bereich ist, wie bei Schlag den Raab, drücken. Gott. Fertig. Das ging ja schnell. Weiter. Füge die Zutaten hinzu. So, Bilder. Das zuerst. Ah, jetzt ist sogar Geräusch entsprechend. Wenn Wasser reingekippt, kommt das Wassergeräusch. Zucker. Vanille. Erdnüsse. Also es ist wirklich besser geworden, muss ich sagen. Rühre den Erdnusskrokant um. Okay. Oh Gott. Wuch. Verarsch mich nicht. Sieht aus wie Suppe. So. Jawoll. Volle Punktzahl. Weiter. Verteile den Erdnussgurkant. Fertig. So, dann gucken wir mal, ob wir es geschafft haben oder nicht. Ich glaube schon. Viereinhalb Sterne. Cool. Jawoll. So, beim nächsten Mal seht ihr den Marzipan, Karamelläpfel und Buttertoffee. Toffee. Oder so ähnlich. Bis dahin, tschüss, euer Thomas hier bei Cooking Academy 3. Ciao.